Herzlich willkommen zum ersten Videochat von Voll.at und Van und Boas Schwarzer. Zu dieser Premiere dürfen wir einen ganz besonderen Gast begrüßen, den neuen Landeshauptmann Markus Wallner. Guten Tag, Herr Wallner. Ja, darf Sie herzlich begrüßen. Sie setzen heute eine komplett neue Technik ein, in den sogenannten Videochat. Also schauen wir mal, was wir miteinander besprechen können. Es ist für Sie eine Premiere und für mich auch. Ganz genau, ja. Und ich freue mich. Sie, liebe User, haben nun eine Stunde lang die Möglichkeit, dem Herrn Landeshauptmann Ihre Fragen zu stellen. Sie können dies entweder über Facebook posten, direkt im Artikelforum oder uns einfach eine E-Mail an chat@voll.at senden. Der Herr Landeshauptmann wird so viele Fragen wie möglich beantworten. Die erste Frage möchte ich doch gleich selbst stellen. Herr Landeshauptmann, Sie wurden vor einer Woche vom Bundespräsidenten in Wien angelobt. Eine Woche ist ins Land gezogen. Wie werden Sie denn jetzt von den Menschen auf der Straße wahrgenommen? Sie sind davor schon im Rampenlicht gestanden, aber jetzt noch mehr, vor allem in Ihrer Heimatgemeinde? Ja, ich denke, es ist schon noch einmal ein Unterschied. Ich war ja in der Zeit davor in der Regierung tätig, als Statthalter. Da ist man sozusagen als Stellvertreter tätig, hat verschiedene Ressortaufgaben, natürlich auch einen gewissen Bekanntheitsgrad und einen gewissen Kontakt mit der Bevölkerung. In der Funktion des Landeshauptmanns ist das wieder ein anderer Schritt natürlich. Das spürt man selber natürlich auch. Man tritt also wirklich voll an die Öffentlichkeit. Man wird damit auch schlagartig sehr bekannt. Die Leute sprechen einen natürlich an. Man wird mit Anliegen konfrontiert. In der eigenen Heimatgemeinde war sehr viel am Positiven zu spüren. Wir hatten am Tag der Landtagswahl einen großen Empfang in der Heimatgemeinde, wo sehr viele Bürgerinnen und Bürger gekommen sind. Da war eine sehr schöne Atmosphäre. Vielen Gratulation, dort ist man zu Hause. Ich habe den Eindruck, in der eigenen Gemeinde, wo man einfach zu Hause ist, da wird man auch weiterhin so wahrgenommen, wie es eigentlich bisher auch war. Und das ist auch ein gutes Gefühl. Ich möchte einen Kontakt zu den Menschen haben, der ein offener ist, aber der auch an sich auch ein normaler sein soll. Aber selbstverständlich, man steht schon ziemlich im Rampenlicht. Natürlich ist jetzt auch Ihre Familie viel mehr im Rampenlicht. Sie haben drei Kinder, die waren auch mit in Wien. Und da war natürlich das Medienaufkommen viel größer. Und Sie haben auch einen kleinen Sohn, den Valentin. Wie haben die das Ganze denn erlebt? Ja, ich wollte Ihnen zumindest die Gelegenheit geben bei dieser Angelobung. Ich denke, dass sich das auch gehört, die Familie mit dabei zu haben, sie mit da auch nach Wien zu nehmen. Das haben wir gemacht. Aber es liegt mir dann auch sehr viel daran, dass eine gewisse Normalität einkehren kann. Es war mir klar, dass bei der Bestellung in diese Funktion, wenn man sich in den Dienst dieser Aufgabe stellt, natürlich auch die Bevölkerung interessiert. Wer ist diese Person eigentlich? Hat er eine Familie? Wer steht dahinter? Hat er Kinder? Man versteht ein gewisses Interesse der Öffentlichkeit. Das hat es in Vorarlberg gegeben und hat es auch in Wien gegeben natürlich. Aber ich möchte schon dazu schauen, dass wir auch hier eine gewisse Normalität auch wieder einkehren kann. Das heißt, auch die Kinder von der Öffentlichkeit möglichst fernzuhalten. Haben Sie Ihre Kinder da speziell vorbereitet auf diese Situationen? Nein, das war eigentlich überhaupt nicht notwendig. Meine Kinder sind sehr natürlich, sie sind auch so aufgewachsen. Sie verhalten sich so, wie sie sich verhalten, wie ja eigentlich ganz normale Kinder auch. Das war zum Teil auch ganz lustig. Die Mädchen sind sehr stolz, der Kleine ist natürlich nicht in der Lage, das alles auch wirklich zu verstehen und hält sich nicht an jede Spielregel, wie das halt bei den Kindern so ist. Aber ich möchte noch einmal betonen, ich möchte schon dazu schauen, dass das Ganze auch sauber getrennt werden kann in Zukunft. Das eine ist der Beruf und die Aufgabe als Landeshauptmann. Als Familie wollen wir natürlich auch ein Stück weit unser Privatleben haben. Dann wollen wir doch gleich mal die erste User-Frage beantworten, die da von Sabine aus Bregenz kommt. Wie bringen Sie Job, Beruf und Familie unter einen Hut? Weil als Landeshauptmann ist man ja sehr viel unterwegs und ich denke mal, da die Balance zu finden, wird nicht so einfach sein. Ja, da hat die Userin mit der Frage eigentlich natürlich recht. In jeder Spitzenfunktion, die man einnimmt, ob das in der Wirtschaft ist oder in der Verwaltung ist oder auch ob das jetzt in der Politik ist, ist die Vereinbarkeit Familie und Beruf ein Thema. Sie ist es überhaupt in der Gesellschaft, auch für Frauen natürlich, in meiner Funktion aber ganz speziell, weil es eine hohe zeitliche Beanspruchung erfordert. Das heißt aber auch, man braucht eine Familie, die unterstützt. An der Stelle muss ich das vor allem sagen in Richtung meiner Frau, die einen großen Teil dieser Arbeit in der Familie natürlich jetzt auch übernehmen muss und auch gerne übernimmt. Auch die Kinder unterstützen mich sehr. Ich versuche aber trotzdem, wenn es irgendwie möglich ist, ein paar Freiräume auch zu finden. Ich glaube, das wird man mir auch zugestehen. Einige Stunden zumindest, auch in der Woche und wann einmal ein Urlaubstag, wo wir auch mit der Familie gezielt auch unser Privatleben führen können. Ich halte das auch für wichtig. Ich möchte die Familie hier
nicht alleine lassen, sondern trotz der Funktion auch die Zeit suchen mit der Familie. Das heißt auch die wenige Zeit, die man hat, damit der Familie auch wirklich intensiv zu nützen. Das tun wir auch. Wir gehen gerne in die Natur, wir gehen gerne einmal in die Berge. Wir fahren gar nicht so weit weg. Wir bewegen uns im eigenen Garten, so gut das geht. Also ich will es versuchen, ich will mich bemühen darum, die Familie auch nicht zu stark zu vernachlässigen, auch wenn der Job natürlich heißt, dass starke zeitliche Anspannung, viele Einsatzstunden, die notwendig sind. Aber dann und wann wird da etwas Zeit für die Familie und auch für mich selbst hoffentlich bleiben. Sie sind ja ein passionierter Bergsteiger oder Wanderer und auch Tourengeher, soweit ich weiß. Aber bleibt da dann noch Zeit dafür? Schon was geplant? Also bisher konnte ich keine Planungen aufnehmen, weil einem die Arbeit natürlich voll erfasst und die Funktion auch voll erfasst. Es ist auch noch viel an Einarbeitung notwendig. Es kommen viele Termine herein, die man bewältigen muss. Gerade am Anfang ist das Arbeitsvolumen sehr hoch, sodass bisher kaum Zeit eigentlich keine blieb, um irgendwelche Bergtouren zu planen. Und der Schnee ist ja auch noch nicht wirklich runtergekommen, sodass man die Skitouren auch noch nicht angehen kann. Vielleicht geht sich über Weihnachten einmal was aus, aber es gehört zu meinen Hobbys, es gehört zu meinen Leidenschaften und ich glaube, man sollte gute Hobbys nicht vollständig aufgeben, auch wenn sie zeitlich stark in den Hintergrund rücken. Apropos Hobbys, Ümitos Lustner fragt, was hört der Landeshauptmann überhaupt für eine Musik? Ja, ich höre eigentlich ziemlich querbeet alles. In der Regelfall höre ich übrigens sehr viele Nachrichten, um auch immer auf dem Laufenden zu sein. Ich höre sehr viel Ö3, muss ich sagen. Ich bin und die Antenne natürlich. Und die Antenne gelegentlich. Ich bin ein leidenschaftlicher Hörer von Ö1. Das gehört auch dazu. Da finde ich sehr interessante Sendungen dabei. Aber ich liebe auch die Jazzmusik ganz intensiv, von früher her schon. Und wenn ich ein bisschen Zeit finde, dann kann es schon sein, dass ich mal eine gute CD auflege. Okay. Dann haben wir eine Frage von Naturbursch 1. In Vorarlberg versuchen seit Jahresbeginn viele Väter auf das ungerechte Familienrecht aufmerksam zu machen. Wie werden Sie als Familienpolitiker diesen anständigen Vätern helfen, damit sie ihre Kinder sehen dürfen? Naja, ich glaube, das muss man schon etwas tiefer besprechen, was die Familienrechtssituation insgesamt angeht. Das kann man jetzt so spontan nicht so leicht beantworten eigentlich, weil das tief in das Familienrecht hineingeht. Es gibt auch Bewegungen im Lande, die sich damit kümmern. Auch bei uns im Club gibt es Leute, die sich mit der Frage etwas tiefer beschäftigen. Da wäre es vielleicht auch mal gut, auch einen Kontakt herzustellen, um das etwas näher erläutern zu können. Dazu passt User Michael, selbst dem für Großeltern. Sie wollen Familien und Kinder in den Mittelpunkt stellen. Warum hilft der ÖVP uns Großeltern nicht, dass wir unsere Enkel sehen können? Gibt es überhaupt eine Rechtslage, dass Großeltern ihre Enkel sehen dürfen? Ich glaube nicht. Und kann das Land hier überhaupt etwas machen oder ist das mehr eine Sache, die von Bundesebene aus geregelt werden muss? Also prinzipiell ist mir natürlich wichtig, ich habe das auch in meiner Antrittsrede gesagt, dass wir die Familien an sich in den Mittelpunkt stellen und natürlich auch die Kinder stark in den Mittelpunkt der Politik halten, weil da geht es ja um die Zukunftsfähigkeit des Landes insgesamt. Jetzt, wenn es hier speziell um die Frage geht, wie man die Handhabung mit Großeltern machen kann, dann müsste ich den Fall schon im Spezifischen kennen, um ihn beurteilen zu können. Ich kann nur anbieten, dass wir uns das einmal näher anschauen. Gibt es vielleicht eine Kontaktadresse oder eine E-Mail-Adresse, wo sich die User hinwenden könnten beim Land? Oder wenn Sie hier? Am besten einfach direkt an mein Büro, dann könnte man diesen Fall natürlich auch im Speziellen betrachten und auch überlegen, ob wir überhaupt eine Hilfestellung leisten können. Dann, wir werden natürlich diese Kontaktadressen im Anschluss gerne veröffentlichen, dann können sich die User an Sie bzw. an Ihr Büro wenden. Dann eine Frage von Fritz aus Schruns. Haben Sie noch Kontakt zu Altlandeshauptmann Herbert Sausgruber? Was hat er Ihnen mit auf den Weg gegeben? Wir haben schon Kontakt, einen telefonischen zwischendurch. Er hat sich jetzt natürlich aus der Funktion sehr stark und auch vollständig zurückgezogen, hat das Amt ja auch übergeben. Das heißt ja nicht, dass man von einer Sekunde auf die andere überhaupt keinen Kontakt mehr haben soll. Ist ja auch nicht notwendig, weil ja auch die eine oder andere Nachfrage auch in den Sachfragen und in den verschiedenen Themen auch da sind. Er hat mir auch mit auf den Weg gegeben, gut auf das Land zu schauen, mich intensiv dafür einzusetzen, einen guten Kontakt mit den Bürgern zu pflegen. Er hat auch angeboten, was ich auch sehr schön finde, wenn eine Unterstützung benötigt wird oder wenn eine Nachfrage notwendig ist, natürlich auch zur Verfügung zu stehen. So gesehen
werden wir sicher auch ein wenig Kontakt halten. Mhm. Er war ja nicht mal bei der Angelobung in Wien dabei, wo ich mir vorstellen könnte, dass das andere alten Landeshauptmänner in Österreich sich wahrscheinlich nicht entgehen lassen hätten, dass sie mit dem Neuen nochmal im Rampenlicht stehen. Da hat sich der Altlandeshauptmann Sausgruber sofort zurückgehalten und ihnen die Bühne sozusagen überlassen. Ich glaube, das hat er eigentlich ganz bewusst gemacht. Es ist die Wahl im Landtag erfolgt, es ist damit der Wechsel erfolgt. Wir hatten einen geordneten Übergang machen können, was ja nicht unbedingt so einfach und so selbstverständlich ist. Wir werden ein Stück weit auch darum beneidet, dass dieser Übergang so gut gemacht werden konnte. Und ich denke, es war dann auch nicht für ihn vordergründig wichtig, jetzt mit nach Wien zu fahren, war auch nicht vorgesehen, weil nach der Wahl natürlich schon dann der neue Landeshauptmann eben angelobt wird. Mhm. Also ich habe das für einen ganz normalen Fall gehalten. Mhm. Da haben wir die nächste User-Frage von User Fablos. Wie haben Sie in der Nacht vor der Angelobung geschlafen? Naja, da muss man ehrlich sein, es war natürlich ein bisschen unruhig in der Nacht. Ich habe schon geschlafen natürlich, aber man war auch aufgeregt, auch die Tage vorher schon. Es war eine intensive Zeit bis dorthin, sich auch auf den Tag hin vorzubereiten, die Antrittsrede vorzubereiten, auch den Akt selber natürlich im Kopf auch noch einmal durchzugehen. Und es wäre jetzt nicht richtig, wenn man sagen würde, man legt sich einfach hin und denkt überhaupt nicht nach, was passiert morgen, sondern man weiß, es kommt ein wichtiger Moment. Es kommt ein wichtiger Moment für einen selbst, für die Familie, für das Land. Man stellt sich in den Dienst einer großen Aufgabe, man stellt sich in den Dienst im Lande. Und man weiß, es gibt einen großen Festakt im Landhaus und da schläft man natürlich schon etwas unruhiger. Ich habe schon geschlafen, aber ein bisschen unruhiger als sonst. Okay. Dann die nächste Frage von Sonja aus Bludenz. Was machen Sie denn mit Ihrem Büro? Werden Sie das gleich beibehalten wie das von Herrn Sausgruber oder wird sich da etwas ändern? So von den Möbeln her, von der Einrichtung her. Soweit ich weiß, gibt es eine große Asservatenkammer des Landes mit Kunstgegenständen, wo sich jeder Landeshauptmann die Bilder aussuchen darf. Wir haben schon die Gelegenheit, uns natürlich im Büro etwas selbst einzurichten. Mhm. Ich habe jetzt keine großen Schritte unternommen in diese Richtung, einfach weil es die Zeit auch nicht zugelassen hat. Es stand jetzt die Arbeit im Vordergrund. Ich habe nichts geändert an der Möblierung einmal vorläufig. Mhm. Und ich habe das Büro so übernommen, wie es jetzt einmal ist. Mhm. Aber natürlich gehört es dazu, sich auch ein persönliches Arbeitsumfeld zu schaffen. Das wird man auch machen in den nächsten Wochen. Aber ich möchte mir dort ein bisschen Zeit nehmen und auch schauen, welche Bilder zum Beispiel möchte ich mir im Büro aufhängen. Ich möchte eine gute Atmosphäre auch schaffen für Leute, die auf Besuch kommen oder die einen Termin bei mir haben. Mhm. Also wir sind schon noch in der Umstellung, auch des Büros sozusagen mittendrin. Man ist ja erst seit einigen Tagen im Amt. Und es stand jetzt nicht gleich im Vordergrund, das gesamte Büro umzukrempeln, sondern es stand im Vordergrund, die Amtstätigkeit einmal aufnehmen zu können. Aber ich denke, es ist wie bei jedem anderen Arbeitsplatz auch, man wird es sich mit der Zeit auch ein bisschen persönlicher gestalten. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, eine bauerliche Pflanzen hineinzustellen, weil ich ein bisschen Grün herum um mich brauche. Die habe ich von meinem alten Büro mitgenommen, damit man auch ein bisschen Grün um sich herum hat. Das macht frisch und hält ein bisschen wach und ist gerade jetzt in einer etwas trübere Zeit im Winter und im Herbst ganz gut, wenn man ein bisschen Grün im Büro hat. Das habe ich sofort gemacht, auf jeden Fall. Sie sind ja der jüngste Landeshauptmann Österreichs. Wie würden Sie denn Ihre Arbeitsweise beschreiben? Sie sind ein Vertreter moderner Schule irgendwo. Beim Herrn Altlandeshauptmann Sausgruber wusste man, er verwendet viel Post-its und so. Verwenden Sie viel neue Medien, also iPhones oder Blackberries? Arbeiten Sie viel mit neuen Technologien oder setzen Sie auch auf das altbewährte Kugelschreiber und Block? Na, ich glaube, man braucht eigentlich von allem etwas. Beim Altlandeshauptmann waren ja diese Post-its geradezu gefürchtet, wenn man so formulieren kann, weil er sich sozusagen alles ganz genau notiert hatte und auch immer wieder genau nachgefragt hat. Da hat jeder seinen eigenen Stil und seine eigene Methode. Das wird auch ein bisschen ein Generationenunterschied sein. Wir arbeiten natürlich stark auch mit Hilfe elektronischer Unterstützung und den elektronischen Medien, aber natürlich hat man auch die klassischen Arbeitsweisen. Also man muss auch mit Akten arbeiten, man muss diese auch bearbeiten, man muss auch kontrollieren und die Dinge auch auf Wiedervorlage legen, in einigen Wochen wieder nachfragen. Also das sind bestimmte Arbeitsweisen, die man so oder so auch immer in jedem Büro wahrscheinlich hat. Aber persönlich wird natürlich mit dem Handy gearbeitet, es wird mit dem Laptop auch zu Hause gearbeitet, es wird mobil eingestiegen, wo immer das auch denkbar ist. Also wir setzen auch in der Terminplanung zum Beispiel auch ganz stark elektronische Medien natürlich mit ein.
Das läuft eigentlich ganz gut. Ne? Sie sind ja auch auf Facebook. wissen, dass betreuen Sie einen Account eigentlich selbst oder machen Sie es so, wie der Bundeskanzler Faymann da eine Entourage von 9 Personen, glaube ich, eingestellt hat, die seinen Facebook- und Twitter-Account, also überhaupt nicht authentisch. Schauen Sie auch selber rein oder macht das jemand anderes für Sie? Wir haben im Moment einmal eigentlich auch aus Zeitgründen und aus Umstellungsgründen eine sogenannte Fanseite eingerichtet. Auf dieser Seite wird von meinen Mitarbeitern ein bisschen berichtet, was so passiert, wie der Tag abläuft, was ich gerade mache. Es gab jetzt bisher noch keine Gelegenheiten, wirklich persönlich auch einzusteigen. Ich finde, das sollte auch authentisch sein. Ich will auch nicht, dass irgendjemand für mich sozusagen etwas schreibt, wie das jetzt bei Bundeskanzler irgendwie stattgefunden hat. Wir berichten auf dieser Fanseite ganz normal. Das halte ich auch für legitim, welche Aktivität gesetzt werden, welche Termine stattfinden. Es kommen auch bestimmte Fotos hinein, bestimmte Aktivitäten des Tages, die abgebildet werden. Und wir haben dann auch vor, dann und wann auch persönlich einzusteigen. Aber man muss ehrlich sein, in dieser Funktion als Landeshauptmann hat man nicht die Zeit auch, um wirklich hier täglich mehrere Stunden vielleicht sogar, oder überhaupt täglich so stark auch persönlich ins Facebook einzusteigen. Im Moment wird dort berichtet, aber das machen wir nicht mit Personal zusätzlich, wie es der Bundeskanzler macht. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das wird da von meinen Mitarbeitern etwas mitbetreut. Sie berichten sozusagen darüber, was wir so tagsüber machen. Da sehe ich, da haben wir die nächste Frage zu Ihrer Antrittsrede von User Mailer. Herr Landeshauptmann, Sie haben bei Ihrer Antrittsrede zum Thema Integration betont, dass sich Zuwanderer an die Gesetze und Regeln unserer Gesellschaft halten müssen. Wieso denken Sie, dass Sie das bei dem Thema Integration besonders betonen müssen? Sind Ausländerinnen mit Wohnsitz im Vorarlberg überdurchschnittlich repräsentiert in der Kriminalitätsstatistik? Ich habe in der Antrittsrede nicht nur die Fragen der Integration, aber natürlich auch die der Integration schon auch mit angesprochen. Ich halte das insgesamt für wichtig. Ich habe dort viele andere Fragen mit angesprochen, die für die Zukunftsentwicklung Vorarlbergs von großer Bedeutung sein werden. Aber die Integration und auch die Bewältigung der Integration ist natürlich eine für unser Land schon sehr wichtige Frage. Und da habe ich versucht, auch einen Standpunkt klar zu machen, nämlich, dass Integrieren auch heißt, sich ein Stück weit anpassen zu müssen, dass das Erlernen der deutschen Sprache besonders wichtig ist, insbesondere bei den Jugendlichen. Ich meine, ohne das Beherrschen der Sprache, der deutschen Sprache bei uns, ist die Integration ins Berufsleben überhaupt eine sehr, sehr schwierige. Das nimmt auch diesen Jugendlichen bei uns jede Zukunft und jede Jobchance. Und das halte ich nicht für gut. Deswegen ist das Erlernen der Sprache so wahnsinnig wichtig. Integration heißt aber auch, einen Beitrag in die Gemeinschaft und in die Gesellschaft zu leisten. Es muss niemand bei uns seine Herkunft leugnen, so sehe ich das überhaupt nicht. Aber man sollte sich auch aktiv einbringen, man sollte sich auch integrieren und ein Stück weit anpassen. Das in einer Antrittsrede klarzustellen, halte ich gerade am Beginn auch einer eigenen Amtszeit schon für wichtig, um zu sagen, was verstehe ich selbst unter Integration. Ich betone aber auch dazu, dass wir viele Leute im Land haben, die sich um die Integrationsarbeit auch intensiv bemühen. Und da muss man auch ein Danke dafür sagen, weil letztlich führt an der Integration ja auch kein Weg vorbei. Also wir müssen diese Problematik der Integration doch intensiv bearbeiten, großen Wert legen auf das Erlernen der deutschen Sprache. Ein Fordern und ein Fördern ist die Integration, aber auch überall dort, wo Integrationsarbeit gezielt gemacht wird, auch eine Unterstützung leisten. Okay, Zusammenleben ist eine wichtige Initiative im Lande, die sich sehr um diese Fragen bemüht. Also ich sage auch jenen, die sich tagtäglich auch um Integrationsarbeit bemühen, denen gilt natürlich mein Dank auch. Insofern war es, denke ich, notwendig, auch bei der Antrittsrede die Positionen schon klarzulegen. Weil Sie die Jugendlichen angesprochen haben, was für eine Rolle spielen denn die Jugendlichen in Ihrer Politik oder was sollen sie in Ihrer Politik für eine Rolle spielen? Die spielen natürlich eine dominierende Rolle. Ich habe in meiner Antrittsrede auch davon gesprochen, dass wir auf Kinder und Jugendliche sehr besonders hinschauen sollten. Da geht es um Humanressourcen, da geht es darum, dass wir die Zukunftsfähigkeit Vorarlbergs im Auge haben sollten. Ich habe auch dazu gesagt, eine sehr ehrgeizige Zielsetzung, wir sollten auch Jugendliche nicht im Stich lassen. Wir sollten auch keinen zurücklassen. Wir sollten uns darum bemühen, dass Kinder und Jugendliche gut aufwachsen können bei uns, dass Familien unterstützt werden können, dass Bildungsangebote weiterentwickelt werden, dass Berufschancen geschaffen werden für Jugendliche. Beschäftigung ist ganz ein entscheidender Faktor für die Jugendlichen.
Aber natürlich auch so Fragen wie offene Jugendarbeit oder auch Jugendbeteiligung. Mhm. In meiner Antrittsrede habe ich das sogar sehr an den Beginn gestellt, um zu unterstreichen, dass es eine unserer eher wichtigsten Aufgaben sein wird, auf die nächste Generation zu schauen. Wir sind natürlich dem Erbe vorangegangener Generationen auch verpflichtet, aber wir sind auch den Lebenschancen, den Berufschancen, den Jobchancen der kommenden Generation auch sehr stark verpflichtet. Und darauf, denke ich, muss man hinweisen und Bemühungen in diese Richtung unternehmen. Das heißt Bildung, das heißt Ausbildung, das heißt Beschäftigungsprogramme, das heißt auch jenen zu helfen und zu unterstützen, denen es vielleicht nicht so gut geht, und schauen, dass wir mehr Chancen für Jugendliche aufbauen können. Mhm. Die eigentliche Zukunft des Landes liegt schon daran, ob es uns gelingt, für die Jugendlichen im Lande und für die Kinder gute Lebens- und Jobchancen aufzubauen. Vor allem SPÖ und Grüne fordern ja immer das Konzept der Gesamtschule. Ist das für Sie eine Option, dass man im Vorarlberg hier vielleicht sogar die Gesamtschule als Test einführen könnte oder versuchen könnte? Ich finde, bei der Gesamtschule wird immer sehr viel über den Rahmen gesprochen. Es ist auch ein bisschen Parteiideologie auch immer dahinter. Ich habe auch gesagt, das ist auch kein Tabuthema logischerweise, das soll es auch nicht sein. Man soll nicht etwas von vornherein als Tabuthema erklären, aber man sollte sich auch überlegen, worauf legen wir wirklich die Konzentration in dieser Fragestellung. Und ich habe darauf hingewiesen, dass ich glaube, dass es sehr stark auf den Anfang darauf ankommt. Das heißt, man muss sehr an den Beginn auch hinschauen, an den Schulbeginn schauen, an die Kinderbetreuung hinschauen, auf die Situation der Familien. Und wenn wir mehr an Chancengleichheit und mehr an Chancengerechtigkeit überhaupt herstellen wollen, dann geht es um eine ganz gezielte Förderung von Kindern, von Jugendlichen so früh als möglich. Wir beginnen ja schon mit sogenannten frühen Hilfen ab der Geburt eines Kindes. Es geht aber auch um eine kindgerechte Volksschule, wo die wesentlichen Grundkompetenzen gut vermittelt werden. Es geht aber auch um Herzensbildung. Dann geht es um Übergänge in die nächsten Schulstufen hinein. Wenn an diesen Übergängen gut gearbeitet wird und mehr an Unterstützung und mehr an Förderung möglich wird, dann steigen auch die Chancen für die Kinder und Jugendlichen ganz gut. Ich halte auch das Modell der Vorarlberger Mittelschule für an sich einen richtigen Weg. Das geht dorthin, dass die Hauptschulen zu Mittelschulen aufgewertet worden sind, dass dort die Kinder, Jugendlichen eigentlich schon noch stärker unterstützt und gefördert werden. Das schafft etwas mehr an Durchlässigkeit. Und an dem Punkt sollte man intensivst weiterarbeiten, aber man sollte auch nicht von vornherein etwas zum Tabuthema erklären. Also nur, glaube ich, die Konzentration gehört eigentlich an den Anfang hin, damit am Ende auch die Chancengerechtigkeit größer ist und die Chancengleichheit für Jugendliche und Kinder größer ist. Die Frühförderung ist wichtig, die Frühpädagogik ist ganz entscheidend und dort sollten wir ansetzen. Und wenn wir noch ein bisschen früher hineinschauen, also schon ins Kleinkindalter, dann gilt natürlich auch alle unsere Unterstützung dort den Familien und auch der Frage weiterer Ausbau von Kindern- und Schülerbetreuung. Auch das wird notwendig sein, weil ja die Frage Vereinbarkeit von Familie und Beruf gerade bei einer jüngeren Generation, auch in meiner Generation, kommt das ja eher stärker vor als weniger stark vor, auch sehr in den Vordergrund rückt. Also könnten Sie sich auch vorstellen, dass Ihre Kinder eine Gesamtschule besuchen könnten, würden? Ich bin mit der Situation meiner Kinder eigentlich ganz zufrieden, muss ich dazu sagen. Sie haben sich in dem System ganz gut zurechtgefunden. Und ich habe ein Kind in einer Mittelschule auch. Und dort habe ich den Eindruck, man unternimmt auch sehr viel einer gezielten Förderung, so wie für die anderen Kinder natürlich auch. Also ich habe den Weg, den man dort eingeschlagen hat in der neuen Mittelschule, schon für eigentlich sehr vernünftig gehalten. Und den sollte man intensiv fortsetzen. Und ich bin mir nicht sicher, ob man es jetzt immer nur an den Begriff der gemeinsamen Schule festmachen soll. Das löst gleich so viele Diskussionen aus und immer so viele Für und Wider. Und im Übrigen, wenn Neues entsteht, wie etwa auch in Lustenau jetzt angekündigt, dann sollte man dem gegenüber auch offen sein. Aber noch einmal, schauen wir auf die Übergänge, schauen wir auf die gezielte Förderung. Ich muss in jedem Bildungssystem, muss ich immer beantworten, wie kann ich auch gezielte Spitzenleistungen und Talente hervorbringen, egal mit welchem Rahmen ich das mache. Ich muss aber auch immer beantworten, wie unterstütze ich die Schwächeren. Und beides hat seine große Bedeutung. Und beides, wenn es intensiv gemacht wird, erfordert einiges an Ressourcen. Mehr als vor allem Lehrerressourcen, auch mehr an Geld natürlich auch. Und erst dann, wenn diese Voraussetzungen geschaffen werden, könnte man überhaupt darüber reden, wie denn eigentlich der größere Rahmen ausschaut. Ich würde nicht raten, so Dinge einfach überfallsartig einzuführen, sondern es muss zuerst klargestellt sein,
wie findet eine gezielte Förderung wirklich statt von Stärkeren, aber natürlich auch von Schwächeren oder benachteiligteren Schülern. Dort muss ein starkes Augenmerk hingelegt werden. Mhm. Das schafft die eigentliche Ausgangsbasis und das schafft auch mehr Chancengleichheit. Mhm. Etwas bundespolitischer wird es bei der Frage von User Marcel Frey über Facebook. Ich sehe immer größere Unterschiede der Vorarlberger ÖVP zur Bundespartei. Wird es nach der Selbstzerstörung der Bundes-ÖVP eine eigene Landesvolkspartei geben? Also wir sind als Vorarlberger ÖVP immer schon einen sehr starken, eigenständigen Weg gegangen. Das muss man dazu sagen, in der Vergangenheit. Daran wird sich prinzipiell auch nichts ändern. Wir gestalten die Landespolitik im Land nach unseren Grundüberlegungen und nach unseren Grundsätzen prinzipiell einmal. Und in diese Richtung wird natürlich intensiv weitergearbeitet. Wir bieten der Bundes-ÖVP dort, wo wir können, auch unsere Unterstützung an. Jetzt, wenn man fragt, ob wir uns gerade abdrängen wollen, das haben wir jetzt so nicht vor. Das kann man auch gleich mit Nein beantworten. Aber ich glaube, was man dazu sagen muss, ist, wir unterstreichen einen eigenständigen Vorarlberger Kurs als Vorarlberger Volkspartei. Und das wird natürlich auch so bleiben. Und dort, wo wir vitale Vorarlberger Interessen verletzt sehen oder den Eindruck haben, das geht ganz stark gegen uns, dort stehen wir natürlich auf, dort erheben wir auch unsere Stimme, wenn es sein muss, auch in den eigenen Reihen. Das ist man aus Vorarlberg gewohnt. Nicht aus Selbstzweck heraus, sondern immer auch an der Sache orientiert. Wir sind nicht diejenigen, die alles prinzipiell kritisieren, sondern wir schauen darauf, sind Vorarlberger Interessen berührt und wenn sie berührt sind und wir den Eindruck haben, es geht gegen uns und es geht gegen vitale heimische Interessen, dann ist es auch Aufgabe zu sagen, da machen wir mit oder da machen wir nicht mit. Mit dem Karl-Heinz Kopf ist er der ÖVP-Klubobmann im Nationalrat in Vorarlberger. Wie kommen Sie denn mit ihm zurecht und kann er vielleicht sogar ein bisschen ein starker Partner sein für Sie oder der in Wien sitzt und vielleicht die Distanz ein wenig minimiert? Er ist für uns ein wichtiger Partner in Wien natürlich. Klar, jeder hat seine eigenen Aufgaben wahrzunehmen. Als Klubobmann einer Nationalratsfraktion, in dem Fall unserer Fraktion in der ÖVP, hat er natürlich auch Gesamtperspektiven zu sehen und hat auch Gesamtentscheidungen der Bundesregierung zu vertreten. Da muss man auch wissen, welche Aufgabe jeder hat. Aber auf der anderen Seite ist er für uns natürlich auch der Vorarlberger in Wien mit einem großen Einfluss auch dort in der Bundes-ÖVP und im Nationalratsklub. Er entscheidet in vielen Fragen natürlich maßgeblich mit. Hat uns zum Beispiel in Fragen der Energiepolitik schon sehr maßgeblich helfen können auch. Wir versuchen einen Kontakt zu halten, um auch festzustellen, wo laufen die Dinge hin, um Vorarlberger Interessen auch unterzubringen. Also diese Möglichkeit des Kontakts, die wollen wir natürlich schon intensiv nutzen, auch wenn mir bewusst ist, dass es manchmal auch da zu unterschiedlichen Positionen kommen kann, weil natürlich auch jeder seine eigene Aufgabe etwas anders wahrzunehmen hat. Aber er ist einer unserer prominentesten, wichtigsten Vertreter in Wien, hat uns in vielen Fragen auch schon helfen können. Und es ist, liegt mir schon daran, dass wir hier einen guten Kontakt beibehalten. Wie ist Ihr Kontakt zu Michael Spendelecker, zu dem Parteivorsitzenden? Den kenne ich von früher ein wenig, weil wir während meiner Ausbildungszeit in Wien schon einmal Kontakt hatten. So gesehen gibt es da auch ein bisschen ein persönlicher Kontakt dazu. Der ist immer wieder auch vorhanden. Ich muss auch sagen, dass sich im Moment seine Aktivität oder sein Bemühen um diese Schuldenbremse, überhaupt um die Budgetkonsolidierung Österreichs insgesamt in Gang zu bringen, eigentlich sehr schätze. Das verdient auch einmal von Vorarlberg aus zu sagen, da hat er auch ein großes Stück weit unsere Unterstützung. Also wir versuchen auch da einen vernünftigen Kontakt zu pflegen. Es ist aber auch ihm klar, wenn wir anderer Meinung sind im Vorarlberg, dann wird es auch geäußert. Dann gehen wir zur nächsten User-Frage. Wir kommen wieder etwas zurück auf die Landespolitik. Sie waren ja auch Gesundheitslandesrat von User Ich hier. Gedenken Sie, das Gesundheitswesen gesamt neu zu strukturieren oder wird weiterhin immer nur kurzfristig nach Lösungen gesucht? Das Gesundheitswesen ist in Vorarlberg in den letzten Jahren und Jahrzehnten qualitativ sehr hochwertig aufgebaut worden. Ich erlebe das immer wieder, wenn jemand vom Ausland kommt und sagt, er musste dort ins Spital oder musste zum Arzt oder so ähnliche Dinge passieren, ja, können ja passieren, wenn man im Ausland ist, dann erzählen sie immer, wie froh sie sind, dass sie wieder in Vorarlberg sind und bei uns auch die Gesundheitsversorgung genießen können. Sie ist sehr zugänglich, sie ist qualitativ gut aufgebaut worden die letzten Jahrzehnte. Das erfordert auch einen entsprechenden hohen Mitteleinsatz. Sie ist einer der größten
Ausgabenpositionen, die wir im Landesbudget überhaupt haben. Wir arbeiten jetzt an einer Etappe der Spitalsplanung. Das wird auch ein Stück weit vom Bund auch vorgegeben. Bis 2020 muss man sich neu orientieren und eine Spitalsplanung im Land, eigentlich in jedem Bundesland, auch wieder vornehmen. Wir haben das in der Vergangenheit schon gemacht, einige Umstrukturierungen vorgenommen, etwa in Hohenems auch, Zusammenlegungen mit Bregenz. Man kann sich ja noch erinnern, auch an Diskussionen, waren auch nicht immer einfache Entscheidungen im Ressort. Und ich habe auch einmal angeboten, das wäre ein wesentlich weiterer Schritt in der Gesundheitsreform, anstatt in Richtung einer Zentralisierung zu gehen, wie sie ja von Wien aus sehr stark betrieben wird, den sogenannten Landesgesundheitsplattformen, eine bessere, eine verbindlichere Stellung einzuräumen. Und ich finde, es wäre auch wichtig, an die Wurzel heranzugehen und eine ganz starke Kooperation niedergelassener Sektor und Spitäler zu erreichen. Das wäre mir jedenfalls im Land über die sogenannte Landesgesundheitsplattform lieber zu organisieren, als das, was jetzt zum Teil im Bund gedacht wird. Dort hat man eine starke Zentralisierung des Spitalswesens im Kopf. Ich glaube nicht, dass man von Wien aus so leicht beurteilen kann, was wir in Vorarlberg an Versorgung wirklich benötigen und hätte das gern auch weiterhin möglichst stark in eigener Hand. Müsste man vielleicht auch Jugendliche und Studenten besser fördern, damit sie versuchen, Mediziner zu werden und sich dann auch dementsprechend hier niederzulassen? Dort haben wir im Moment eine nicht unbeträchtliche Problematik. Die Situation an den Medizinuniversitäten ist eine äußerst unbefriedigende. Es gibt diesen sogenannten EMS-Test, also einen Eingangstest, den man eingeführt hat, der sehr zu hinterfragen ist, meiner Meinung nach eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Es gibt Quotenregelungen an der Universität. In den vergangenen Jahren hat das dazu geführt, dass weniger Medizinstudenten auch auf den Markt gekommen sind. Das schafft einen Engpass natürlich auch im Medizinernachwuchs. Wir haben im Land darauf reagiert, dass wir Schüler und Maturanten vor allem wesentlich besser jetzt darauf vorbereiten, diesen Test, solange es ihn zumindest gibt, auch zu bestehen. Das hat auch dazu geführt, dass deutlich mehr beim letzten Mal an der Universität Innsbruck den Test auch geschafft haben. Durch Vorbereitungskurse in Schlosshofen, durch gezielte Informationen an den Schulen. Also etwas langfristig hinausgedacht wird es notwendig sein, zumindest solange dieser Test noch existiert, dass wir noch mehr Anstrengungen unternehmen, unseren Nachwuchs dort hineinzubringen. Das heißt schon einmal in erster Linie gut zu informieren, die Maturanten, aber dann natürlich auch diese Vorbereitungen auf die Tests bestmöglich hinzubringen. Beim letzten Mal lief das gar nicht so schlecht, da gab es deutlich mehr Interessierte und es gab auch ein deutlich besseres Testergebnis im Nachhinein. Jetzt hat die Ärztekammer diese Woche beklagt, dass wir auch zu wenig praktische Ärzte im Land haben. Das führt natürlich auch dazu, dass viel mehr Menschen immer dann schneller ins Krankenhaus gehen, weil sie sich vom Hausarzt oder dem nahversorgenden Hausarzt nicht mehr ausreichend versorgt fühlen. Können Sie hier auch irgendetwas machen, dass wir vielleicht mehr praktische Ärzte bekommen oder ist das einfach, weil einfach zu wenig auch da sind? Nee, man ist mit diesen Fragen des Ärztemangels im niedergelassenen Bereich, auch bei den Spitälern, eigentlich in ganz Österreich konfrontiert. Das hängt eben damit zusammen, dass weniger auch an Nachwuchs produziert wurde. Es hängt damit zusammen, dass in den nächsten Jahren auch Pensionierungswellen anstehen. Das heißt, Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung ist wichtig. Der Zugang zu den Universitäten müsste dringend hinterfragt werden. Und im niedergelassenen Bereich sind wir natürlich auch in einer Zuständigkeit der Sozialversicherung, auch der Ärztevertretung, die sich um diese Fragen natürlich schon sehr intensiv kümmern. Eine Antwort könnte auch sein, eine stärkere Vergemeinschaftung auch durchzuführen, Gruppenpraxen noch eher zu fördern. Ich habe auch den Eindruck, bei jenen, die in die niedergelassene Praxis gehen, dass auch da und dort ein Wunsch besteht, sich auch etwa in so Gruppenpraxen oder Ärzte GmbH ist jetzt im Moment weniger attraktiv, aber in so Gruppenpraxen auch stärker einzubringen. Daran wird man wahrscheinlich auch nicht wirklich vorbeikommen. Gut, vielen Dank. Dann wollen wir mal die nächste Frage von der Userin Bürgerlein. Wann wird das Thema Verwaltungsreform und Gemeindekooperation in Angriff genommen? Ja, die Gemeindekooperation, um gleich bei dem Amt zu schließen, die halte ich eigentlich für ganz wichtig. Es gibt ja auch solche, die meinen, man sollte Gemeinden einfach zusammenführen oder zusammenlegen. Der Meinung bin ich eigentlich nicht, zumindest so lange nicht, als die eigene Bevölkerung in der Gemeinde nicht dieser Meinung ist. Man unterschätzt das auch, weil in einer Gemeinde sehr viel an Gemeinschaft entsteht, in einem Dorf auch sehr viel an Gemeinschaft entstehen kann. Und solange es auch Leute gibt vor Ort, die sich aktiv um die Belange der Bürger auch kümmern, sollte man das auch sehr schätzen. Aber
aus Effizienzgründen heraus, auch aus Kostengründen heraus, um auch die Kommunen insgesamt auch finanzierbar zu halten, wird es natürlich auch notwendig sein, in Kooperationen noch stärker einzusteigen. Es gibt in Vorarlberg eine große Vielzahl an Gemeindekooperationen. Nehmen Sie den Verkehrsbereich her oder auch viele andere Bereiche. Im Freizeitbereich wird auch kooperiert. Und wir haben eine neue Richtlinie erarbeitet im Landhaus, die einen Impuls in diese Richtung geben soll. Ich meine jetzt auch ein gewisser finanzieller Anreiz geben soll. Ich habe es in meiner Antrittsrede auch gesagt, Gemeindekooperation halte ich jedenfalls für einen besseren Weg als Gemeindezusammenlegung. Und in die Richtung gilt es schon weiter zu arbeiten. Bei der Verwaltungsreform selber habe ich den Eindruck, dass es etwas in Stocken geraten auf der Bundesebene, weil es sehr schwer offensichtlich ist, zwischen Bund, Länder und Gemeinden auch die richtigen Lösungen zu finden. Von der Länderseite wurden sehr viele Vorschläge in den Bund gemacht, auch zur Deregulierung, wo auch Einsparungen möglich wären. Es ist auch angekündigt, auch seitens der Bundesregierung diesen Prozess wieder aufzunehmen. Ich glaube, es wäre schon an der Zeit, diese Frage auch wieder näher zu beleuchten. Man spricht jetzt von den Schuldenbremsen, man redet von den nächsten Sparpaketen. Da wird man auch an Verwaltungsreformüberlegungen nicht vorbeikommen. Danke. Dann die nächste Frage von User Grumperer. Von User Grumperer. Was haben Sie politisch in den nächsten Wochen vor? Also wird sich vermutlich nicht so viel tun in den nächsten zwei Wochen, wenn Weihnachten und Neujahr ansteht, aber danach. Gibt es ja gezielte Schwerpunkte, die Sie dezidiert angehen wollen in den nächsten Wochen? Nein, wir werden jetzt das, was ich in der Antrittsrede gemeint habe, fürs kommende Jahr auch systematisch aufbauen, auch mit den eigenen Regierungsmitgliedern gut besprechen. Das, was ich jedenfalls jetzt noch tun möchte, ist auch mir den Arbeitsmarkt etwas genauer anzuschauen. Es macht ein wenig Sorge, dass die Wirtschaftsprognosen für das kommende Jahr nicht so gut ausschauen. Da die letzten Prognosen, zumindest für Österreich, haben geheißen, das Wachstum geht wahrscheinlich zurück auf 0,8%. Das wäre schon ein erheblicher Einbruch. Wir werden sehen, wie es kommt. Bisher hat sich unsere Wirtschaft ja auch in Krisensituationen eigentlich ganz gut verhalten können. Ich will aber das Thema aufgreifen. Das habe ich auch noch vor dem Jahreswechsel vor. Es wird auch in der nächsten Zeit noch einen ersten Termin gleich geben mit dem Arbeitsmarktservice, mit dem Leiter des Arbeitsmarktservice. Das ist mir wichtig, weil ich auch Jugend und Kinder so in den Mittelpunkt gestellt habe. Wir wollen noch einmal überprüfen, welche Arbeitsmarktprogramme, insbesondere im Bereich der Jugendbeschäftigung, haben wir für das kommende Jahr geplant und was ist dort aufgestellt. Wir werden uns die Frage der Kinder- und der Schülerbetreuung etwas näher anschauen müssen. Das wird auch einer der Schwerpunkte sein im kommenden Jahr. Es wird das Bildungsthema intensiv weiter bearbeitet werden müssen. Da werde ich auch mit der Regierung in weitere Überlegungen natürlich einsteigen. Und dann sind wir eben konfrontiert auch mit der Frage dieses Ärztemangels, wo wir ja eine Arbeitsgruppe haben, die sich intensiv mit dieser Gehaltsreform auch beschäftigt. Das ist eine ziemlich schwerwiegende Problematik, die wir da zu bearbeiten haben, wo wir ganz, ganz intensiv auch zu Jahresbeginn natürlich und dann auch die ersten Monate dort hinein uns dieser Tätigkeit werden widmen müssen. Also es gibt viel zu tun. Die Ärztemangelfrage ist eine der schwierigen, auch die Arbeitsbedingungen im Spital in diesem Zusammenhang. Dort möchte ich einen starken Schwerpunkt auch hinauflegen und schauen, dass man sich dieser Frage intensiv annimmt. Da sind Aufträge verteilt worden. Konkret geht es um die Erarbeitung einer Gehaltsreform, eine sehr komplexe Angelegenheit. Aber das wird da jetzt auch intensiv angegangen. Verdienen die Vorarlberger Ärzte einfach zu wenig, dass viele dann auch gerne lieber in die Schweiz gehen, weil sie dort besser verdienen? Kann man es einfach am Gehalt festmachen? Dass nicht nur am Gehalt. Ich glaube sogar, dass man vielleicht in der Diskussion oft ein wenig zu kurz greift und glaubt, es geht nur ums Geld. Aber es geht natürlich auch um diese Gehaltsfragen. Die Lohnkonkurrenz zur Schweiz ist eine ganz besonders schwierige Situation. Es kommt noch dazu, dass in der Schweiz auch Pensionierungswellen bevorstehen und gewisse Absaugungseffekte stattfinden. Das hatten wir in früheren Jahren und Jahrzehnten auch in anderen Bereichen immer wieder. Auch die Wirtschaft hat eine Zeit lang sehr stark unter solchen Situationen gelitten. Und es ist für uns nahezu unmöglich, an die Schweizer Gehälter heranzukommen. Also hier entsteht auch eine gewisse Drucksituation, die objektiv auch große Schwierigkeiten bereiten wird. Was ich aber für wichtig halte, ist, dass wir noch einmal genau hinschauen, wie stehen wir im österreichischen Vergleich, dass wir aber auch genau hinschauen, wie schaut der Gehaltsvergleich mit dem süddeutschen Raum auch aus. Wir sind in einer exponierten Position, wir haben keine eigene Medizin- und Universität vor der Haustüre.
Wir sind hier sozusagen im Dreiländereck in einer größeren Konkurrenzsituation. Das erzeugt natürlich Druck. Und ich finde, man sollte bei dieser Gehaltsreform genau auf den Punkt auch hinarbeiten und sich bemühen, dass wir in der Region konkurrenzfähiger werden. Das halte ich schon für einen Schlüssel. Dann geht es aber auch um die Frage von Diensten und von Arbeitsbedingungen im Spital. Auch das muss ganz konkret bearbeitet werden. Also das wird schon einer der Schwerpunkte der nächsten Zeit auch sein müssen, weil es ja doch um sehr viel geht. Wir ringen ja auch um eine gute Spitalsversorgung, aber wir ringen auch vermutlich wie alle Spitäler in Österreich und sogar in Deutschland bei etwas anderen Gehaltsbedingungen um Fragen des Ärztemangels. Damit hat man in der nächsten Zeit schon zu tun. Große Themen, die anstehen. Ja, kann man sagen. Ich möchte mir gleich die nächste Frage von Guntram Bechtold beantworten. Europa hängt im IT-Bereich, den USA, speziell im Silicon Valley, stark hinterher. Welche Bestrebungen gibt es hinsichtlich Gründern, Startups und Venture Capital? Da würde ich ihm eigentlich anraten, mit dem Kollegen Landesstatthalter Rüdisser auch Kontakt aufzunehmen. Wir verfügen bei uns in der Wirtschaftsförderung über schon ganz gute Möglichkeiten der Unterstützung auch. In diesem Bereich vermutlich auch, das müsste man etwas näher überprüfen. Ich würde ihm natürlich auch anraten, mit der Wirtschaftskammer einen Kontakt aufzunehmen, weil es uns auch darum geht, dass man gerade bei Startups, bei dem Weg in die Selbstständigkeit, einen bestmöglichen Service und eine bestmögliche Unterstützung auch erhalten kann von Land und von Wirtschaftskammer. Auch hier müsste man natürlich genau wissen, worum es auch wirklich geht, dass man ihm eine ganz gezielte Beratung auch zukommen lassen könnte. Aber es ist schon eine wichtige Fragestellung. Tun wir etwas in Richtung mehr Selbstständigkeit in der Beratung, im Service, in der Unterstützung? Land und Wirtschaftskammer übernehmen hier eine wesentliche Aufgabenstellung. Vorarlberg lebt und hat ja auch immer von den kreativen Köpfen gelebt und die gute Ideen gebracht haben und uns so exportstark machen. Aber kommen wir wieder zurück auf die Landespolitik. Jetzt hat Ihr Vorgänger, Herr Sausgruber, hat die FPÖ aus der Regierung geschmissen sozusagen. Damals, wie werden Sie denn mit dem Blauen und Dieter Ecker in Zukunft umgehen? Sind Sie vielleicht nach der nächsten Wahl eine Option? Ich weiß, Sie wurden gerade erst angelobt, aber... Also die Frage kommt entschieden zu früh. Ich habe das auch anderen Journalisten gegenüber schon zum Ausdruck gebracht. Mir geht es darum, dass wir jetzt in erster Linie einmal unsere eigenständige Linie aufbauen, dass wir um das Vertrauen der Bürger werben. Es muss zum jetzigen Zeitpunkt auch klar gemacht werden, es geht nicht um Wahlkämpfe, es geht nicht um irgendwelche Entscheidungen, die man jetzt in diese Richtung zu treffen hat. Wir haben uns ja auch entschieden für einen gewissen Kurs in dieser Periode, den werden wir jedenfalls auch beibehalten. Das liegt auf der Hand. Ich bin auch dafür, dass wir uns jetzt auf die Sacharbeit konzentrieren. Es gibt genug zu tun, es gibt Herausforderungen und Fragestellungen und jetzt nicht irgendwelche Farbenspiele veranstalten, das hat keinen Sinn. Ich habe auch nicht vor, jemanden auszugrenzen zum jetzigen Zeitpunkt, sondern ich habe vor, konkret hinzuarbeiten. Die nächste Zeit, es wird dann 2014 erst gewählt bei uns. Also das dauert ja noch eine gewisse Zeit. Zwischendurch gibt es noch eine Nationalratswahl ja auch noch. Und man sollte die Entscheidungen auch den Wählern überlassen. Und dann, wenn die Ergebnisse am Tisch liegen, auch neu zu beurteilen. Es wäre, glaube ich, jetzt falsch, in diese Richtung auch nur eine einzige Aussage wirklich treffen zu können. Prinzipiell habe ich den Parteien im Landtag auch Zusammenarbeit angeboten und habe auch gesagt, es wäre wichtig, dass wir in einigen wesentlichen Zukunftsfragen mehr Gemeinsamkeit entwickeln, weil ich glaube, dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, und die werden keine leichten sein, wenn man nach Europa insgesamt schaut, wir ein großes Maß auch an Gemeinsamkeit brauchen werden. Aber wir sollten uns jetzt nicht auf Farbenspiele einlassen. Mir geht es nicht darum, jetzt irgendwelche Festlegungen zu treffen, sondern die Arbeit aufzunehmen und dann die Wählerinnen und der Wähler entscheiden zu lassen und dann die Dinge zu beurteilen. Gut, User Blink 182. Thema Studiengebühren. Wie stehen Sie zu den Studiengebühren generell und wird die FH Vorarlberg Studiengebühren einheben? Ich glaube schon, dass man ein gewisses Maß an Studiengebühren eigentlich einheben könnte. Ich habe immer die Meinung vertreten, eigentlich schon als Student, muss ich dazu sagen. Studiengebühren, die kann man verlangen, in einem vertretbaren Ausmaß. Gleichzeitig muss aber auch klar sein, es darf keine Ausgrenzung geben von Studentinnen oder Studenten, die sich das vielleicht nicht leisten können. Man muss also die Stipendiensysteme dazu auch in Einklang bringen. Anders geht das überhaupt nicht. Ich habe aber auch dazu gesagt, wenn etwas verlangt wird vom Studenten, dann sollte auch die entsprechende
Qualität dafür wird eigentlich vorhanden sein. Das habe ich schon als junger Mensch vertreten, dass man für etwas, was man bekommt, auch etwas bezahlen kann. Allerdings muss dann auch die Qualität stimmen. Und ich finde, wenn man über Studiengebühren redet, muss man auch über die Qualität der Ausbildung an den Universitäten reden. Ich bin nicht prinzipiell dagegen, aber ich meine, um diese drei Dinge geht es. Studiengebühren prinzipiell ja. Über die Höhe muss man reden. Man darf keine soziale Ausgrenzung betreiben. Also auch über die Stipendiensysteme muss in dem Zusammenhang auch geredet werden. Aber es darf auch thematisiert werden, stimmt auch die Qualität der Ausbildung an den Universitäten. Und da haben wir in manchen Bereichen schon mit einem Massenbetrieb zu tun, wo man sich dann auch fragen kann, ob man dafür auch bezahlen soll. Also wer bezahlt, soll auch eine entsprechende Qualität dafür bekommen. Setzt sich Ihr Parteikollege Töchterle da genügend ein? Er war ja Rektor in Innsbruck, soweit ich weiß. Also müsste er der richtige Mann in der richtigen Position sein. Kann er hier genug bewegen aus Ihrer Sicht? Ich glaube, er kennt als ehemaliger Rektor der Universität Innsbruck die Situation eigentlich ganz gut. Er weiß, dass sich auch dort die Anzahl der Studenten stark entwickelt hat. Zu meiner Zeit waren das vielleicht so 20.000, heute dürften das mehr sein. Übrigens viele Vorarlberger auch. Aber er hat natürlich auch Schwierigkeiten, das überhaupt durchzusetzen. Auf der Bundesebene gibt es einen Koalitionspartner, der das bisher abgelehnt hat, auch wenn es in letzter Zeit offensichtlich etwas Bewegung in dieser Frage gegeben hat. Jedenfalls tritt er dafür ein und er wirbt auch beim Koalitionspartner der SPÖ auf der Bundesebene für eine Lösung in diesem Zusammenhang. Ich würde an ihn appellieren, jetzt nicht nur bei den Studiengebühren nachzudenken, sondern insbesondere auch diese Frage des Eingangstests, die ich thematisiert habe bei den Medizinern, wirklich genau anzuschauen und auch mehr Plätze für Medizinstudenten zu schaffen. Dort ist der Mangel vorhanden. Wir steuern dort in schwierige Situationen hinein, wenn man nicht etwas beim Nachwuchs macht. Das wäre mir persönlich mindestens so wichtig. Da haben wir gleich die nächste Frage von Blink. Könnten Sie sich grundsätzlich eine Vermögenssteuer oder eine Vermögenszuwachssteuer vorstellen? Wenn ja, in welcher Höhe? Naja, die Höhe kann man da wahrscheinlich jetzt nicht beantworten. Ich bin bei der Frage von neuen Steuern überhaupt sehr vorsichtig, weil ich der Auffassung bin, in der jetzigen Diskussion ist es wichtig, einmal klarzustellen, was gibt es an Konsolidierungsbedarf überhaupt im österreichischen Budget. Wir haben in Vorarlberg die glückliche Lage gehabt, dass wir ein Budget jetzt vorlegen konnten, ohne jede Neuverschuldung. Also wirklich einen Ausgleich schaffen konnten, auch für das Jahr 2012. Auf der Bundesebene ist das viel, viel schwieriger. Und ich meine auch, bevor über neue Steuern an sich geredet wird, sollte einmal eine Gesamtkonzeption auf den Tisch kommen. Das lässt sich heute nicht so einfach mit Ja oder Nein beantworten. Es gibt ein paar Dinge, die für uns sehr schwierig sind, also etwa die Grundsteuer. Dort haben wir immer darauf hingewiesen, da sollte man eigentlich die Finger davon lassen. Wissen, es gibt in Vorarlberg gibt's mehr Grundeigentümer, als es eigentlich Haushalte gibt. Und man muss auch aufpassen bei dieser Steuerbelastung, die kommt, dass man nicht sehr schnell auch wieder bei einem Mittelstand, bei der Familie landet, wie das ja immer ist, wenn da ein gewisses Volumen eingenommen werden muss. Also ich finde, man soll zuerst klären, wo sind die Sparanstrengungen überhaupt möglich und dann sollte man am Ende auch beantworten, was ist auch einnahmenseitig zu tun und dann zu überlegen, was sind da die richtigen Schritte. Und da kommt man wahrscheinlich dann daran auch nicht vorbei, gewisse Schritte auch zu setzen. Ich vermute, wenn man es ehrlich betrachtet, dass der Gesamtkonsolidierungsbedarf so groß sein wird, dass es auch Maßnahmen auf beiden Seiten benötigen wird. Aber ich meine ja, man sollte der Reihe nachgehen. Zuerst einmal klären, was ist über Sparen eigentlich denkbar und dann vielleicht erst klären, was ist auf der Einnahmenseite überhaupt möglich. Okay. Dann kommen wir wieder zurück ins Land und wechseln das Thema. Josef Ablus hat die nächste Frage. Herr Landeshauptmann, in Ihrem Büro steht ein grünes Telefon. Wenn Sie das abnehmen, wo kommen Sie dann raus, beziehungsweise wer meldet sich dann am anderen Ende? Ja, das grüne Telefon hat noch gar nie geläutet, sozusagen, weil das eine ganz spezielle Verbindung ist, die man nur sozusagen in absoluten Notsituationen verwenden würde. Ich habe meinen Vorgänger einmal gefragt, ob man dieses grüne Telefon überhaupt je einmal benutzt hat. Er hat gesagt, es hat es das Gott sei Dank nie gebraucht, aber das wären dann in absoluten Krisensituationen spezielle Verbindungen zwischen Verantwortlichen, die man nützen könnte. Es steht auf meinem Tisch, ist aber noch nicht gebraucht worden. Okay. Bleiben wir im Land, weil wir vorher über Steuern gesprochen haben. Jetzt ein heißes Thema ist ein Bordell in Hohenems. Die ÖVP hat sich, oder das ist eigentlich immer gemeine Sache, Bordelle.
Was halten Sie denn von diesem Vorschlag? Ist das etwas, wo Sie total ablehnen, aber es könnte ja auch Steuern einspielen? Und wo Sie sagen, man muss darüber nachdenken. Also es gibt ja klare gesetzliche Grundlagen dazu, an denen wir ja auch nicht rütteln und die einzuhalten sind. Wenn es solche Überlegungen in Hohenems gibt, ich kenne die jetzt im Detail eigentlich nicht, dann muss das dort ja auch in der Gemeindevertretung oder in Hohenems selber auch behandelt werden, eigentlich ja auch bewilligt werden. Ich halte das auch prinzipiell für richtig, dass eine Gemeinde darüber auch entscheiden kann, mitentscheiden kann. Das ist so festgesehen und festgelegt und bei dieser Sache sollte man aus meiner Sicht heraus eigentlich auch bleiben. Mhm. Ein unmittelbar persönliches Anliegen, werden Sie verstehen, ist mir das nicht. Aber dass man dazu eine Gemeinde befragen muss, halte ich schon für richtig. Mhm. Danke. User Carnivoros, Herbert Sausgruber hat gesagt, er freut sich auf mehr Zeit mit seiner Familie. Wie gehen Sie, Ihre Frau, Ihre Kinder mit den 80-Stunden-Wochen und die Ihnen als LH bevorstehen um? Ich glaube, diese Frage hatten wir am Anfang schon. Ja, die hatten wir am Anfang schon und es zeigt ja auch, dass sich auch User oder überhaupt manche in der Bevölkerung auch Gedanken machen, wie man mit einer jungen Familie so ein Amt auch bewältigen kann. Es war auch interessant, bei der Angelobung und bei der Wahl sind auch immer wieder Leute auf mich zugekommen und die haben gesagt, schau auf deine Familie, schau, dass du ein wenig Zeit dafür findest, weil man natürlich auch sieht, dass ich auch kleinere Kinder habe, wo auch Vater und Mutter natürlich auch benötigt werden. Auf der anderen Seite ist das eine ganz große Herausforderung, die erfordert viel Zeiteinsatz. Und das wird nicht leicht zu bewältigen sein. Da muss man schon auch eine ehrliche Antwort geben. Viel Unterstützung aus der eigenen Familie, auch im Umfeld meiner größeren Familie ist vorhanden. Viel Unterstützung von meiner eigenen Frau, viel Verständnis von den Kindern. Und ich werde mich trotzdem anstrengen müssen, dann und wann die wenige Zeit, die wir eben finden, auch für die Familie zu nützen. Aber ganz einfach wird das nicht werden. Burnout ist hier sicher auch ein Thema unter Politikern, wenn sie so dicht gedrängt von Termin zu Termin rasen müssen. Es ist die Anstrengung eines solchen Jobs sehr groß, weil man natürlich sozusagen auch unter einer Dauerbelastung steht. Das spürt man natürlich auch. Und man muss auch versuchen, persönlich einen Ausgleich zu finden. Und das kann ich zum Beispiel am besten eigentlich in der Familie. Und ich kann das am besten auch mit ein bisschen Freizeit, mit ein bisschen in die frische Luft zu gehen. Und natürlich mit dem Bergsteigen. Und ich hoffe schon, dass mir das auch gelingt, dann und wann wieder einzubauen. Es kann ja auch niemand erwarten, dass man sich dafür nicht auch einmal ein wenig Zeit nimmt. Sind Sie eigentlich ein Kirchengeher oder gehen Sie in die Kirche? Ich gehe in die Kirche. Ich schaffe das jetzt nicht in einer allzu großen Regelmäßigkeit. Also wenn Sie meinen, ob ich jeden Sonntag gehe, das geht sich nicht aus. Aber ich gehe immer wieder, weil es dort einige Minuten der Ruhe gibt und weil ich das auch persönlich für wichtig halte. Ich finde, man sollte ein gewisses Maß an Gottvertrauen auch aufbringen. Ich bin bei den großen Kirchenfeiertagen immer in der Kirche eigentlich, wenn es irgendwie geht. Aber auch einmal zwischendurch, wenn es irgendwie möglich ist. Wir haben in Frastanz eine sehr lebendige Pfarrgemeinde, die auch einlädt, in die Kirche zu gehen. Das geht sich nicht jede Woche aus, logischerweise. Aber wenn ich ein bisschen Zeit finde, dann mache ich das schon. Ja. Es hat der Papst ja den Rücktritt von Bischof Elmer angenommen. Jetzt geistert durch die Medien, Benno Elbs könnte diesem folgen. Haben Sie einen Wunschkandidaten oder was würden Sie von einem Bischof Benno halten? Also ich glaube, wir sollten uns von der weltlichen Seite jetzt nicht in Bischofsernennungen einmischen. Ich verstehe die Frage schon, die Sie natürlich interessiert. Es stehen ja auch Entscheidungen, vielleicht sogar auch sehr rasch und unmittelbar ja auch bevor. Ich finde, wir sollten das abwarten und uns dann eine Meinung dazu bilden. Aber erwarten Sie jetzt nicht von mir, dass ich von außen eine Bischofsernennung kommentiere. Dann würde mich noch abschließend interessieren, Weihnachten steht vor der Tür. Wie werden Sie denn Weihnachten verbringen und die Neujahrsfeiertage? Ich glaube, das wird wenig spektakulär sein. Also wir verbringen Weihnachten immer im Kreis der Familie. Ich bin immer noch an diesem Tag, meistens am Vortag oder jetzt auch am 24. noch ein wenig im Einsatz bei der Licht ins Dunkel-Aktion. Aber ansonsten schaue ich, dass ich zu Hause sein kann. Wir richten den Christbaum her, wir haben ein gemütliches Abendessen, es gibt eine Bescherung, so wie das in einer ganz normalen Familie auch stattfindet. Wir genießen die Zeit ein wenig miteinander. Etwas später wahrscheinlich eher, meine Frau wird noch in die Mette gehen können. Ich werde wohl eher bei den Kindern bleiben müssen oder wir drehen es um. Das haben wir noch nicht ganz entschieden, wie das läuft. Aber wir wollen diese Tage ein bisschen ruhiger im Kreise der Familie verbringen. Es war jetzt eine turbulente Zeit des Übergangs, sodass einige Tage Ausspannen auch notwendig sein wird. Was wünscht sich der Vorarlberger Landeshauptmann zu Weihnachten?
Ja, im Moment wünsche ich mir eigentlich genau das, was die User hier auch immer wieder angesprochen haben, nämlich ein bisschen Zeit für die Familie. Es geht mir gar nicht so sehr um Geschenke. Natürlich freut man sich auch über ein kleines Geschenk. Die Kinder lassen sich immer irgendetwas einfallen, was gebastelt oder gemacht wird. Das freut immer ganz besonders. Auch meine Frau überrascht mich dann immer wieder auch mit kleineren Geschenken, sehr persönlicher Art meistens. Aber im Prinzip, wenn Sie mich fragen, was ich mir zu Weihnachten am meisten wünsche, dann ist es ein bisschen Ruhe, dann ist es ein bisschen Besinnung zu finden und ein bisschen Zeit für die Familie zu finden, sodass wir einige Tage für uns auch ein wenig privat sein können. Dann bedanke ich mich recht herzlich im Namen aller User von Voll.at, sowie wann und wo Sie sich die Zeit genommen haben und mit uns diese Premiere gefeiert haben sozusagen, und wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich darf Ihnen das auch wünschen, das war eine Premiere für beide Seiten, für uns offensichtlich in dieser Art einmal aufzutreten, eigentlich ganz spannend, kann man ja bei Gelegenheit wiederholen. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten und schauen Sie, dass Sie gut auch ins neue Jahr hineinkommen.